Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe mal wieder was von Ali bekommen und ja, ich dachte mir, ich filme das jetzt schnell ab und zeige euch das. Und zwar kam vor ein paar Tagen das hier, das Papier hinterher sieht man es immer besser. Dieses Stempelset hier fand ich total cool. Hauptsächlich wollte ich es wegen der Meerjungfrau natürlich, weil ich die echt schön finde. Und wegen dem Kompass haben, aber auch die Muschel zum Beispiel finde ich ziemlich cool. Und für eine Männerkarte geht ja auch so ein Seemann mal ganz gut. Und wir haben sogar tatsächlich einen Bekannten, der auch segelt. Also passt sehr gut für mich. Ja, das hier war als Geschenk mit drin. Stanzform finde ich ganz gut. Finde ich auf jeden Fall nett. So, dann mache ich mal weiter mit den Dingern hier. Und zwar einmal so rum. Dieses Teil, das habe ich mir aus Versehen zweimal bestellt. Das kommt jetzt demnächst irgendwann nochmal. Also wer das gerne hätte, ja, würde ich tauschen. Genau, dann das hier mit dem Vogel. Ja, das habe ich eigentlich hauptsächlich wegen diesem Muster mir tatsächlich bestellt. Und ja, einer meiner Lieblings Stempel, die ich, wo ich schon ganz heiß drauf war, für Mixed-Media-Geschichten, diese Stempelchen hier. Und dieser welcher, die wollte ich hauptsächlich wegen diesen Mauern haben. Aber das ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Und das finde ich auch gar nicht hässlich. So, jetzt kann man auch mal so richtig coole, und den wollte ich hauptsächlich haben wegen diesem Kleid, was so ein bisschen aussieht, als wenn es mit Zeitungspapier gemacht wurde. Tiefer sieht man es vielleicht besser. Ja, fand ich ziemlich gut. Und dann noch eins. Ja, da finde ich eigentlich alles, bis auf die Blumen hier oben, aber ansonsten, das finde ich alles gut. Ja, wie gesagt, halt hauptsächlich alles für Mixed-Media-Geschichten. Ja, und diesen Stempel hauptsächlich wegen dem Text, aber auch die Kleckse finde ich auch ziemlich gut. So, hier habe ich mal einen Knopfhintergrund. Das fand ich ganz cool, wenn ich dann mal Nähsachen mache, also für jemanden eine Karte mit einem Nähgutschein zum Beispiel. Ja, dann finde ich das ziemlich cool. Hier haben wir einmal Noten. Richtig rum jetzt? Nee, ist das falsch, ne? So, ich kann das immer gar nicht auseinanderhalten, wie rum das richtig ist, aber ich glaube, so rum müsste es richtig sein. Ja. Und hier so eine Mauer. Ist nicht so mega spektakulär. Das finde ich auch ziemlich gut. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen für die Jelly Plate mit diesem Stempel. Ja, und das hier ist dann einfach nochmal so, wo man verschiedene Kreise stempeln kann. Einmal auch gut für Nähgeschichten, weil es sieht halt alles aus wie Entschuldigung, so, musste einmal niesen. Das sieht ja einmal aus wie Nähte. Und die Fäden gucken ja auch noch raus. Also finde ich, passt ganz gut auch zu diesem Knopfding hier. Und ja, ansonsten kann man es aber auch, finde ich, ganz schön als Hintergrund, wenn man dann innen drin was schreiben will, vielleicht benutzen. So, das war schon die ganze Stempelgeschichte. Dann habe ich mir ein breites Washi, beziehungsweise zwei. Und zwar einmal hier mit solchen Textteilen. Das wiederholt sich dann ja immer. Hier mit alten Zeitungspapieren. Da hatte ich schon mal geguckt bis hier und dann wiederholt es sich. Also doch ganz schön, mach es mal so rum, dann sieht man es ein bisschen besser. Doch ganz schön viel, bis es sich dann halt wieder wiederholt. Ja, und zu guter Letzt noch eine Rolle mit Filmstreifen. Finde ich immer total cool irgendwie. Es gefällt mir immer richtig gut, wenn so Filmstreifen irgendwie am Rand noch sind oder so. Genau, ja, das war schon ein kleiner Ali-Haul, aber ich möchte immer die Sachen lieber gleich abfilmen, weil
Ja, sonst mache ich es halt, dann vergesse ich es. Dann räume ich die Sachen weg, dann habe ich es schon benutzt und dann vergesse ich auch, die Sachen abzufilmen. Und das finde ich immer ein bisschen schade, warum soll ich euch die Sachen nicht mal zeigen. Genau, falls euch irgendwas gefallen hat und ihr gerne wissen wollt, wo ich es her habe, dann kann ich euch gerne den Link zum Shop dann geben. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt mal ein bisschen loslegen hier und werde ein bisschen basteln. Und ja, einfach ein bisschen kreativ sein und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Tschüss!